Mann, also Packaging scheiße. Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin wieder zurück und habe heute einen DM-Haul für euch. Der Monat März hat begonnen und ich dachte mir, ich zeige euch jetzt einmal im Monat meine Ausbeute des vergangenen Monats, bevor ich irgendwie 20 DM-Hauls für euch hochlade, die immer nur klein sind, dachte ich mir, ich zeige euch einmal im Monat einen etwas größeren DM-Haul. Stimmt doch hier oben mal ab, ob ihr darauf Lust habt oder ob ich das lieber teilen soll. Oder ihr könnt mir auch gerne Feedback in den Kommentaren hinterlassen. Und dann würde ich sagen, starten wir mit dem Video und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Ja, das erste Produkt, das ich gekauft habe, habe ich mir schon richtig oft nachgekauft. Und zwar ist es von Litamin Wellness & Care, die Abendsymphonie Aroma Schaumbad mit Lavendel und Vanille. Ich liebe Lavendel-Vanille-Duft als Badezusatz. Ich bin kein Lavendel-Fan, aber als Badezusatz finde ich das ultra entspannend. Und für die abendliche Badewanne ist es absolut top. Das gibt es auch von DM, von der Eigenmarke, gibt es auch immer wieder mal. Lavendel-Vanille-Kombi oder auch bei Rossmann. Also das gibt es von verschiedenen Marken, aber Litamin kann ich euch echt empfehlen. Ich bin ein wahnsinnig großes Werbungs- und Verpackungsopfer und die nächsten beiden Produkte habe ich mir gekauft, weil ich die Werbung mega ansprechend fand. Und zwar ist es von Garnier Fructis die neue Shampoo-Serie. Da habe ich mir Shampoo und Spülung gekauft und zwar ist es Coco Frizz Control, so nennt sich diese Serie. Und ich habe damit auch schon einmal die Haare gewaschen und fand das richtig, richtig gut. Der Duft ist total angenehm. Meine Haare waren anschließend direkt auch ein bisschen glatter, nicht so frizzy und ja, einfach so ein bisschen mehr mit Feuchtigkeit versorgt. Aber ich werde das auf jeden Fall länger testen und spätestens im Aufgebraucht-Video werdet ihr mehr dazu erfahren. Dann habe ich mir wieder nachgekauft, wie auch schon letzten Monat, von Fa Divine Moments das Duschgel. Ich liebe diesen Duft. Das ist so ein richtig schöner, angenehmer, luxuriöser Duft. Der Duft ist nicht besonders fruchtig und auch nicht besonders süß, sondern eher so ein etwas schwerer Duft. Aber ich liebe den Duft. Ihr müsst unbedingt da dran mal schnuppern. Das ist so, so lecker. Dann gab es Neuheiten von Balea und die durften auch direkt mit. Und zwar einmal das Duschpeeling. Das hat so eine schöne sommerliche Verpackung. Hat mich direkt angesprochen. Das ist die Limited Edition für den Sommer. Und zwar in der Duftrichtung frischer Hauch. Das ist so ein etwas blumiger Duft. Ich bin ein großer Fan von den Balea Duschpeelings, weil die für wenig Geld wirklich ganz, ganz klasse sind. Und da habe ich eigentlich immer eins zu Hause. Meistens wechseln die Peelings im Sommer und Winter ab. Also da gibt es dann immer eine neue LE von Balea. Und das hier ist die Sommer-LE und die gefällt mir mega gut. Dann gibt es auch noch ein neues Duschgel und zwar das Ocean Girl Duschgel mit fruchtig süßem Duft. Und steht da irgendwie, nach was es duften soll? Steht natürlich nicht dabei. Ja, das ist wirklich eher so ein Bärenduft, finde ich. Also Beeren, Erdbeerduft. Und das Packaging ist auch sehr schön mit dieser Meerjungfrau. Ich glaube ja, dass Meerjungfrauen die neuen Einhörner werden. Ich glaube, das wird jetzt bald so sein, dass auf allen Sachen Meerjungfrau drauf ist. Wir werden sehen. Ja, letzten Monat habe ich mir ein paar Shampoos mehr gekauft. Nämlich zum Beispiel auch wieder nachgekauft von Garnier Wahre Schätze mit Kokosöl und Kakaobutter. Habe ich mir bestimmt schon viermal nachgekauft. Und das ist wirklich ein Shampoo, auf das ich mich absolut verlassen kann. Pflegt meine Haare toll, sie fetten nicht schnell nach. Und der Duft ist auch sehr angenehm, schäumt schön auf. Und ja, ich mag dieses Shampoo sehr gerne. Aber ich teste mich da immer super gerne durch. Deswegen habe ich mir auch noch das hier gekauft. Ebenfalls Wahre Schätze. Und da stand auch wieder neu drauf. Und dann kann ich nicht Nein sagen. Und zwar ist das mit Argan, ist es eine Argan-Mandelcreme mit Arganöl aus Marokko. Arganöl soll ja mega gut sein für die Haare. Das ist jetzt für trockenes und widerspenstiges Haar. Ja, ich habe jetzt nicht unbedingt mega trockenes Haar, aber kann ja nicht schaden, so ein pflegendes Shampoo. Dann habe ich mir auch eine Bodylotion nachgekauft. Wow, und damit kommt die Kamera gerade nicht klar. Das ist von Neutrogena, die Bodylotion mit Nordic Berry. Da habe ich auch schon die Handcreme dazu und ich mag den Duft sehr, sehr gerne. Ihr braucht wirklich nur ganz wenig. Sie ist schön reichhaltig, ergiebig und pflegt die Haut richtig gut. Gerade im Winter neige ich dazu, eher trockene Haut zu haben. Und da hilft mir diese Bodylotion immer total gut. Dann habe ich mir wieder von Garnier, also es ist heute ein bisschen haarpflegelastig, die passende Spülung zu diesem Arganöl-Shampoo noch gekauft. Das habe ich allerdings noch nicht getestet, weil ich das andere jetzt erstmal
aufbrauchen möchte, bevor ich 10 Shampoos im Einsatz habe. Außerdem habe ich etwas Neues gefunden von Schwarzkopf Got2Be und zwar aus der Nude Styling Serie. Da gibt es jetzt auch Haarspray und Haarschaum, glaube ich. Habe ich jetzt ein Durchkämmspray gekauft. Es soll pflegend und glättend sein, leichte Kennbarkeit und natürlicher Glanz. Denn ich habe meine Nivea Haarmilch, dieses Spray, nicht gefunden bei DM. Ich weiß nicht, ob das aus dem Sortiment genommen wurde oder ob es das in meinem DM nicht mehr gibt. Keine Ahnung, ich habe da auch keine freie Fläche gesehen, wo das hätte stehen können. Deswegen habe ich mir das hier jetzt mal mitgenommen. Ich hoffe, dass ich damit auch meine Haare so gut durchkämmen kann, wie mit der Nivea-Milch, weil die vermisse ich voll. Ich muss mal gucken, ob es die vielleicht bei Rossmann oder so gibt. Dann habe ich mir noch ein paar Badesalze gekauft. Und zwar einmal das hier. Das ist mit einem Einhorn. Das ist voll süß, oder? Und zwar von Tetisept Kinderspaß, mein Schaumbad Einhorn. Neu mit einer Fingerpuppe zum Spielen. Ach so. Ich dachte, jetzt da ist eine Fingerpuppe drin. Das kann man hier unten abschneiden und dann hat man quasi hier oben eine Fingerpuppe. Naja, ob das jetzt unbedingt sein muss. Dann habe ich noch die Badekristalle von Kneipp gekauft und zwar Lieblingszeit Kirschblüte. Sieht so schön frühlingshaft aus und bei uns liegt noch richtig viel Schnee, deswegen musste ich was Frühlingshaftes unbedingt einpacken. Außerdem habe ich wieder gekauft von Dresdner Essence das Pflegebad Schokolade und Rosa Pfeffer. Ich liebe diesen Duft. Das ist so ein toller schokoladiger Duft. Riecht so ein bisschen nach Schokopudding und gerade in meiner aktuellen Sub-Zero-Runde kann ich nicht genug Schokolade haben. Deswegen habe ich das zweimal gekauft. Wenigstens Schokolade zum Riechen. Dann habe ich mir wieder nachgekauft von Balea die Q10 Augenpads. Die kaufe ich mir immer wieder nach. Haben eine wirklich schöne abschwellende Wirkung auf die Augen. Ich gebe die meistens entweder, wenn ich baden gehe, auf die Augen oder morgens, wenn ich Zähne putze, bevor ich mich schminke, dann lasse ich das in der Zeit einfach einwirken. Dann habe ich mir von Balea diese Bodylotion gekauft und die fand ich, das Packaging hat mich schon wieder total gepackt. Da habe ich es einfach mitgenommen, bevor ich es mir richtig durchgelesen habe. Oh nein, ich habe ein Loch da rein gemacht. Oh nein! Aber sie riecht sehr gut. Ach Mann! Also Packaging scheiße. Sorry, was ist denn das für ein Mist? Wie habe ich das hinbekommen? Oh, ja, toll. Jetzt ist da die Verpackung schon total kaputt. Also das ist schon mal ein Fail, die Verpackung. Ich fand die eigentlich mega interessant. Das ist eine Santin Look Body Lotion mit einem Seidenmatt-Effekt für ein ebenmäßiges Hautbild. Also eine Body Lotion, die für eine schöne gepflegte Haut sorgen soll, wie jede Body Lotion. Aber die hat nochmal anscheinend so Schimmerpartikel mit enthalten und ein doofes Packaging. Dann habe ich mir noch zweimal diese Aquamask gekauft, einfach weil ich die so liebe und die jede Woche mindestens einmal verwende. Und ich zeige euch ja jetzt hier meinen Monatseinkaufen. Dann habe ich die Porenfeinmaske mitgenommen von Balea. Die gibt es jetzt neu und zwar ist es die 3-Minuten-Maske. Ich mag das sehr gerne, wenn die Masken nur so kurz einwirken müssen. Mit Matcha und Lavatonerde, mit Fruchtsäure, soll auch gleichzeitig auch noch die Haut peelen und das Hautbild verfeinern. Ist für normale und Mischhaut. Ich habe normale Haut und bin gespannt, wie die so ist. Falls ihr irgendein Produkt in einer DM-Haul-Review oder im Aufgebraucht-Video wiedersehen wollt, dann schreibt mir das sehr, sehr gerne. Dann habe ich mir zwei Glade-Kerzen gekauft. Einmal die Limited Edition, das ist Volcanic Coconut Coast. Das ist ein eher frischer Duft. Also ich habe die mir beide fürs Badezimmer gekauft, weil ich da gerne diese Glade-Kerzen verwende. Die sind so schon klein, weil diese großen Yankee Candle-Kerzen sind einfach zu intensiv fürs Badezimmer und die duften auch richtig, richtig intensiv für wenig Geld und sind eben nicht so sehr groß. Dann habe ich noch Bärentraum gekauft, habe ich mir auch schon, keine Ahnung, 10-mal bestimmt nachgekauft. Die Kerze ist bombastisch. Dann ein kleiner Ausflug zu Rossmann, habe ich mir von Rival de Loup diese Lip Kits gekauft. Ich habe auch noch 2 Stück im Badezimmer liegen, weil ich die schon in Verwendung habe. Also ich habe mir insgesamt 6 Farben gekauft. Falls ihr eine Swatch Party dazu haben möchtet, lasst mich das gerne wissen. Das sind so Lip Kits mit einem langanhaltenden Lip Cream und dem passenden Lip Liner. Also falls ich da irgendwie eine Swatch Party, einen Live-Test machen soll, dann schreibt mir das sehr, sehr gerne. Dann habe ich mir neue Gesichtspflege gekauft und zwar von Olas. Die hat mich irgendwie sehr angesprochen. Momentan teste ich eine, die
sensationell ist, die zeige ich euch im nächsten Favoritenvideo. Aber ich teste mich ja immer gerne durch und deswegen habe ich mir diese hier gekauft. Das ist einmal die Olas Total Effect 7-in-1 straffende Nachtpflege und die Anti-Aging Feuchtigkeitspflege. Ja, ich bin nicht mehr die Jüngste. Auch 7-in-1 mit Lichtschutzfaktor 15, die Tagescreme und dann auch noch das Anti-Falten. Ich bin über 30. Deswegen brauche ich Anti-Falten-Produkte. Das Augenaufbaugel. Und dann sind wir schon bei dekorativer Kosmetik. Und zwar habe ich mir einmal von Maybelline, oh, ich habe mir auch noch eine Foundation von Maybelline gekauft. Diese Superstay 24 Stunden Foundation Total Cover. Die habe ich auch schon in Benutzung. Die teste ich aktuell noch, weil ich glaube, dass sie sich so ein bisschen bei mir absetzt in den Fältchen. Aber ich teste mich da aktuell noch durch. Ich habe mir aus der Fit Me Serie dieses Matte & Poreless Puder gekauft in der Farbe 120. Bombastisch. Leute, einfach bombastisch. Ich gebe das nach der Foundation mit einem Beauty Blender, mit dem angefeuchteten Beauty Blender. Deswegen sieht es auch schon ein bisschen benutzt aus. Auf meine Haut, setze damit meine Foundation und ihr habt dann so direkt so einen Weichzeichner-Effekt. Ich finde das mega cool. Für mich könnte es fast noch ein Ticken heller ins Sortiment kommen. Ich liebe dieses Puder. Traumhaft, Leute. Dann habe ich mir von Manhattan noch einen Rouge gekauft, einen Blush in der Farbe Fresh Peach. Das hat mich so sehr an Frühling erinnert und wie vorhin schon gesagt, ich vermisse den Frühling und freue mich jetzt echt drauf, wenn es wieder länger hell ist und die Sonne sich zeigt und es ein bisschen wärmer wird als minus 20 Grad. Ja, das wäre wirklich mal echt cool. Ja, und da hatte ich Lust auf diese Frühlingsfarbe. Ich habe allgemein irgendwie keine wirklich, oder ich glaube, ich habe vielleicht einen Blush von Manhattan. Ich muss mich da mal ein bisschen durchtesten. Habt ihr Blushes von Manhattan? Wenn ja, wie findet ihr die? Oder habt ihr andere Favoriten Blushes? Dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Aktuell gibt es ja das neue Sortiment sowohl von Essence als auch von Catrice und da habe ich mir einmal von Catrice diesen HD Liquid Coverage Precision Concealer gekauft in der Farbe 10 Light Beige und das ist ein Concealer, der so eine ganz, ganz feine Spitze hat und damit könnt ihr wirklich punktuell Unreinheiten abdecken und ich liebe ja diese Camouflage, die Liquid Camouflage von Catrice. Und ich bin gespannt, wie der hier so ist, wie ich damit klarkomme oder ob das Schwammbürstchen aus der normalen Camouflage vielleicht doch besser ist. Außerdem habe ich mir von Catrice ein Brightening Puder gekauft. Das ist so ein gelbliches Puder. Yellow Matte Loose Powder Light Illusion. Und das soll das Gesicht ein bisschen aufhellen. Habe ich aber noch nicht getestet. Möchte ich gerne meinen Concealer damit setzen und fürs restliche Gesicht dann den von Maybelline nehmen. Bin mal gespannt, wie der so ist. Dann habe ich mir von Essence das Glow to Go Illuminating Setting Spray gekauft. Ich bin ja ein mega großer Fan vom Made to Stay, nee, wie heißt dieses andere Setting Spray von Essence? Wie heißt es nochmal? Keep It Perfect Fixing Spray. Das liebe ich und habe mir auch schon tausendmal nachgekauft. Und jetzt gibt es das mit einem Glow. Ich bin gespannt, wie die Glitzerpartikel sind, ob das grober Glitzer ist, feiner Schimmer, ob ihr dann im kompletten Gesicht mega glänzt. Werde ich testen und wenn ihr möchtet, gerne ein Review hochladen. Dann habe ich mir von Catrice einen Rock Couture Liquid Liner gekauft in so einem Rosé-Gold-Glitzerton. Ich möchte ihn für den unteren Wimpernkranz nehmen und wie ich mit meinen Lash Extensions damit klarkomme. Oder ob sich der Glitzer die ganze Zeit in meiner Wimpernverlängerung festhängt. Oder ob ich damit irgendwie kleben bleibe mit den Wimpern. Das werde ich auf jeden Fall auch testen, aber die Farbe hat mich mega angesprochen. Dann habe ich mir von Essence einen neuen Lippenstift gekauft. Die haben jetzt auch ein neues Packaging. Ich habe jetzt die Farbe Color Up Shine On 10. Das ist so ein Rosenholzton, würde ich sagen. Und der hat auch eine etwas gebogenere Spitze und riecht mega gut. Wow, der riecht voll vanillig. Auch viel besser als die bisherigen Essence Lippenstifte. Also der Duft ist schon mal toll. Ich bin gespannt, wie die Farbabgabe so ist. Und dann musste ich natürlich mir noch diesen Highlighter kaufen. Ich sag ja, ich glaube, Meerjungfrau wird das neue Einhorn. Das ist Glow Like a Mermaid Highlighter. Das ist so ein Farbverlauf-Highlighter. Essence hatte ja sonst diesen Regenbogen-Highlighter. Und jetzt gibt es so einen ähnlichen nur in dieser Meerjungfrau-Optik. Und dann habe ich mir noch eine Lidschattenpalette gekauft von Maybelline, die Burgundy Bar. Es sind so schöne Rottöne dabei. Ich stehe momentan voll auf rote Eyeshadows, obwohl ich heute gar keinen trage.
Ja, aber die Farben haben mich so angesprochen. Da gibt es aus der Serie auch noch Lippenstifte und ich glaube auch Eyeliner, also verschiedene Produkte. Und ich habe mich dafür entschieden. Und das war jetzt auch schon mein DM-Haul des Monats. Schreibt mir gerne eure Favoriten, eure Empfehlungen in die Kommentare. Vielleicht landen sie ja im nächsten Video. Und ich hoffe, ihr landet auch in meinem nächsten Video und seid wieder dann mit dabei. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Sonntag und bis ganz bald. Ciao!